Ihr lieben Zuckerschnuten, herzlich willkommen auf meinem Kanal. Ich begrüße euch zu einem neuen Video zu meinem eigenen Shop Kreativ Klein Paris. Das ist Werbung für mich. Das ist erlaubt und ich möchte das auch gerne tun, weil ich möchte ja gerne meine tollen Produkte, die ich habe, die ich wieder neu geshoppt habe für euch und neu zusammengestellt habe für euch und mir Gedanken gemacht habe. Was braucht man denn noch so? Was ist was Schönes? Was gefällt euch? Das habe ich mir ausgedacht und möchte das euch natürlich zeigen. Ich habe mitbekommen, wenn ich euch das zeige und auch nochmal darstelle, vielleicht, dass ihr da auch besser Bescheid wisst, worum es eigentlich geht, ne? Das Video befindet sich auf jeden Fall in meiner Playlist zu meinem Shop Kreativ Klein Paris. Da sind auch alle anderen Videos drin. Da sind auch kleine Videos, Shots drin, wo ich schnell was erkläre. Oder. Ja, da müsst ihr mal gucken. Könnt ihr mal gucken, ihr müsst nicht. Da könnt ihr gerne schauen. Genau. Ich habe neue Bilder. Ich habe Bilder. Wie sage ich jetzt, es sind ja auch schon vieles ausverkauft gewesen. Ihr wisst ja, ich bestelle nicht ganz so viel erstmal. Das habe ich wieder nachgeordert und kann jetzt auch ein paar Bilder schon auffüllen. Da bin ich ganz froh drüber, dass das nochmal geklappt hat. Bei manchen Bildern kann ich nicht nachbestellen. Ich überlege schon, ob ich mir eine Rubrik bei den Bildern, aber das ist dann auch blöd. Ich weiß noch nicht, ob ich eine extra Rubrik mache, wo ihr seht, da sind Bilder, die kommen nicht nochmal nach. Entweder weil ich das so für mich entscheide oder weil es einfach so vom Großhändler einfach so beschlossen wurde. Ich habe für euch was Nacksches, ich habe neue Stifte, ich habe neue Bilder, ich habe neue Untersetzer und ich muss euch sagen, es wird nicht lange dauern, da wird wieder etwas Neues kommen, weil ich schon wieder neue Ware erwarte. Ich freue mich riesig drauf. Ich kann euch hier schon sagen, es wird wieder die Pinguin-Untersetzer geben. Es wird die lustige Giraffe kommt wieder rein als Bild. Das verträumte Faultier kommt wieder rein als Bild. Der Regenbogenpinguin, was ja auch perfekt passt zu dem Regenbogen-Event von der lieben Steffi, was sie bei Facebook hostet. Die fröhliche Schildi, was die liebe Heidi euch gezeigt hat, die kommt auch wieder rein. Ja. Bei dem niedlichen Delfin, bei dem Rosendelfin, da habe ich sogar noch eins gefunden, das werde ich jetzt reinstellen. Warum auch immer ich da eins zu wenig eingegeben habe. Ich habe jedenfalls noch eins entdeckt in meinem ganzen Haufen, den ich da habe. Und den werde ich auch definitiv nachbestellen. Ja, und dann kommen Stück für Stück auch neue Bilder. Ich bin jetzt so am Gucken, ein bisschen am Testen, ja. Und ja. Genau. Ich werde auch weiter so Vierer-Untersätze wie mit dem Pinguin anbieten. Da kommen auch neue. Aber das seht ihr gleich. Erstmal also möchte ich mich ganz herzlich bei allen bedanken, die schon bei mir geshoppt haben. Ich freue mich sehr. Hatte bisher auch gute Rückmeldungen. Ich freue mich. Natürlich ist das für uns als Shop-Inhaber immer wieder eine Freude, wenn man positives Feedback bekommt. Und ja, natürlich ist auch konstruktive Kritik möglich, logisch. Ja, genau, so sieht's aus. Ich habe zwei neue Mäppchen. Ich habe diese Flauschmäppchen mit den Ohren. Dann habe ich diese Flauschmäppchen, die so bunt sind, so Pastellfarben mit dieser Bommel am Reißverschluss. Und ich habe diese Melone. Jetzt habe ich noch zwei andere lustige Federmappen. Fährt ja meine jüngere Tochter total drauf ab. Die sind nicht ganz so groß, aber die sind total fetzig. Na, also hier passt trotzdem viel rein, ne? Aber man kann die tatsächlich, wenn man dann mal alles ausgepackt hat und völlig Langeweile hat, ja, kann man die völlig aufmachen. Ja, also ist total fetzig. Ja, meine Tochter, die steht schon und wartet, dass sie ihn kriegt. Ja, fetzt, ne? Ist einfach auch ein Hingucker, ne? Wenn man jetzt sagt, okay, ich brauche das nicht für meine Painting-Sachen, sondern ich möchte das gerne am... mein Kind möchte das gerne im Ranzen haben, dann kann man das natürlich nehmen. Ne?
ist natürlich voll die coole Idee. Da voll ein tolles Gadget noch für die Zuckertüte, ne? Und das geht auch perfekt auf und wieder zu. So, dann wollte ich kurz in meinem Raum. Mein Schwiegersohn hat sich gerade von mir verabschiedet. Ja, der hat nämlich geklopft. Guter Junge war. So, und genau die habe ich in Pink und in Grün. Mit kleinen Äuglein, ne? Finde ich total drollig. Die mussten einfach mit. Dann habe ich für meine Aufbewahrung, Coverminder und Wachsdosen, Aufbewahrungsmöglichkeit habe ich ein neues Täschchen. Ich mache das mal kurz zu. Dann zeige ich es euch nochmal. Und zwar, das wird bestimmt so einigen gefallen. Die wird es auch, könnte auch einzeln, nämlich mit Flamingo. Guck da, toll, oder? Die fand ich total trollig. Ja, wie gesagt, die könnt ihr einzeln erwerben oder halt mit einem Einlage, Coverminder, Aufbewahrung und eine Einlage Wachsdosenaufbewahrung. Ne? Die wird jetzt auch ab sofort bei mir im Shop sein. Tun wir mal ein bisschen so rüberstellen. So. So. Als nächstes habe ich für euch drei neue Mini-Bilder. Drei neue. Einmal die Blumenkuh, einmal den Regenbogenelefanten und einmal den Regenbogenkaktus. Alle drei sind mit tollen Strasssteinchen. Wisst ihr? Du bekommst bei mir die Strasssteinchen immer, oder überhaupt die Steinchen immer mit so einem Zettelchen, weil ihr wisst ja, ihr könnt auch nach der Bildnummer gehen, ne? Die steht ja hier und hier ist die auch. Könnt ihr die getrennt lagern, aber ihr wisst ja, ich mache bei mir auch so ein Zettelchen rein und ja. Und hier sind halt, das ist jetzt der Kaktus, der Regenbogenkaktus. Und ihr habt da echt die schöne Sondersteinchen und Strasssteinchen und ein Schwarz. Ne? Ich schreibe das ja immer dazu. Das hatte die Heidi auch so lieb in ihrem Video zu meinem Shop gesagt, dass ich das alles dazu schreibe. Was es für Steinchen sind, wie viele Farben die haben und in welcher Verpackung die sind. Das heißt, da stehen dann die großen Tütchen, weil die in den großen Tütchen sind. Ja, ich hatte da schon mal, als ich das bei Facebook noch nicht gemacht hatte, da hatte das dann jemand zu mir gesagt, dass das gut wäre, wenn ich das dazu schreibe, weil sonst hätte sie das Bild nicht genommen. Weil das, oder sie hätte es wahrscheinlich nicht genommen, weil das kleine Tüten waren und das ist für mich völlig in Ordnung. Ich will mich da auch gar nicht drüber aufregen, Gottes Willen. Es ist mir völlig in Ordnung, deshalb schreibe ich das jetzt dazu, dass keiner dann traurig ist, weil er eben kleine Tüten hat und das gar nicht wollte. Ja, das finde ich völlig in Ordnung. Das war jetzt der Kaktus. So, dann haben wir hier den Elefanten, den Regenbogenelefanten. Hier haben wir auch Sondersteine bei, ne? Und richtig schöne, einmal schwarz. Und dann noch ganz viele schöne Strass, hauptsächlich violett, ne? Der Hintergrund ist violett und auch der Elefant. Und das fand ich so toll, weil kein grauer Elefant, sondern ein violetter Elefant. Die Farbe des Elefanten, das ist das L, das ist die 9, die kann ich euch zeigen. Warte, das ist der Elefant hier. Und das ist rundherum, das ist heller. Also der kommt dann gut raus, weil der da so raussticht. Ne? Oh ja, das ist bestimmt schön. So, mache ich wieder rein, dass hier nichts verloren geht. Ich werde die Bilder und überhaupt die ganzen Artikel, das habt ihr bestimmt schon gesehen, die ich schon hatte als fürs Regenbogen-Event, die hatte ich ja schon zugeordnet bei Events. Ne? Da kommen die rein. Auf jeden Fall vorne bei Neu, also dann auf Neu klickt. Und hier haben wir die Blumenkuh. Und natürlich in die ganz normale Rubrik Mini-Bilder, ne? Bei Strassbildern.
Naja, Dorschstraße. Aber noch, ich glaube, weiß war hier. Ja, hier ist weiß noch dabei. Und hier habt ihr dann noch die Sondersteine, ne? Und schwarz ein bisschen. Bitte Äuglein. Also wieder schön bunt. So, das heißt, tue ich wieder reinlassen, damit man nicht vertauschen. So, na, das sind die drei Bildchen. Ich wurde schon mal gefragt, wieso meine Bilder so glatt ankommen. Oder meistens so glatt ankommen. Ich lege die für euch vorher aus, bevor ich die in den Shop gebe. Manchmal klappt das ganz gut. Manchmal dann habe ich mir nicht genug Zeit gelassen, weil ich es nicht erwarten konnte. Aber ja, wie gesagt, ich versuche euch immer glatt zu schicken. Glatt gelegt zu schicken. Dann habe ich was Tolles. Also für mich zumindest ist das was Tolles. Finde ich total toll. Das sind kleine Blumen, die werden beidseitig gepaintet. Na, die sind so beidseitig bepaintbar. Mit Strasssteinen. Und einem goldenen Sonderstein für die Mitte. Auch schöne Farben bei. Und zwar sind das Weinglas-Anhänger. Ihr macht, wartet mal, finde ich total cool. Ihr habt da so einen kleinen Ring, der kommt dann hier dran. Oh, jetzt ist mir was runtergefallen. Wartet mal. So, jetzt habe ich das Ringlein gefunden. Und zwar kommt das dann hier dran und dann heftet ihr das dran. Und dann könnt ihr das um euer Weinglas rundherum machen. Und dann habt ihr einen Anhänger um euer Weinglas zum Beispiel. Ja? Könnt ihr auch um jedes andere im Sektglas. Oder vielleicht habt ihr ein Schnapsglas mit einem dünnen Stiel. So habe ich zum Beispiel, ne? Wenn ich mein Eierlikör trinke. Entweder macht das drum, weil es schön aussieht. Aber eigentlich ist es dafür da, bin ich der Meinung, gerade, ich denke dann immer so an Kindergeburtstage, ja. Wenn man dann so Sektgläser ausgibt mit Kindersekt zum Beispiel, dass dann jeder weiß, wem das Glas gehört. Oder man ist auf einer Party. Also ich fand das total cool und eine schöne Idee. Das habe ich auch schon eine ganze Weile da. Ja. Und jetzt mal rausgeholt, ne? So. Da haben wir das. Dann habe ich noch was Matches. Das ist auch so eher für Kinder gedacht. So, warte mal, ich muss mal gucken, ob ich alle erwischt habe. Das sind kleine Kakteen. Ja, das sind 2, 4, 6. Genau, die finde ich am süßesten. Ne, das sind kleine Kakteen. 6 verschiedene. Ja, die sind alle verschieden. Wir haben dafür wieder Strasssteine. Grün, gelb, orange. Warte, ich mache mal auf. Na, schöne Grüntöne. Und für die Äuglein haben wir wieder Schwarzbeine. Und zwar, total fetzig, da muss man auch ein klein wenig basteln, aber nur ein klein wenig, bitte. Weil ihr wisst ja, ich bastel nicht gerne. Ihr habt das dann gepaintet, das wird einseitig gepaintet. Dann macht ihr so einen Kleber hier hinten dran. Auf den Kleber kommt dieses Teil. Das hier macht ihr um den Strohhalm rum drum und dann passt das auf den Strohhalm drauf. Und dann habt ihr sozusagen ein Markenzeichen, wem welches Glas gehört. Finde ich total toll. Ja. Ist eine ganz coole Idee. Musste ich haben. Musste ich. Also ich selber habe es auch. Finde ich total cool. Also voll cool. Voll die coole Idee. Und wie immer, ja, ihr habt das frei, ob ihr euer Toolkit haben wollt oder nicht. Ja, das ist, könnt ihr immer auswählen und das wird auch sehr oft benutzt und da freue ich mich total drüber.
dass ihr auch drauf achtet und guckt. Und da weiß ich auch, ihr nutzt die Chance und wählt es ab, wenn es abzuwählen geht. Richtig toll. So, was habe ich denn noch Schönes? Ich habe was Tolles fürs Auto. Und zwar in zwei verschiedenen Varianten. Einmal für die Mädels und einmal für die Jungs. Nee, es kann auch andersrum sein, das ist egal. Packst du es schnell mal auf. Du wisst ja, ihr bekommt von mir nicht so ganz noch ein Kladderadatsch an, an Plastemüll mit. Einmal mit Fußball und einmal mit Herzchen. Was ist denn das nur wieder, weil da denken, kennt ihr das? Ich hasse es. Wenn ich im Auto meine Getränke reinstelle und immer diesen schwarzen Hintergrund habe, ich hasse es. Ich hasse es wirklich. Tada, jetzt wird es bunt im Auto. Wir haben hier zwei Farben. Einmal AB in Weiß und einmal ein ganz normaler rosaner Stein. Das wird hier alles schön gepaintet. Versiegelt das ordentlich, ja. Und dann klebt ihr das hier hinten drauf. Na, das ist hier doppelseitig. Klebt da drauf. Und dann legt ihr das einfach ins Auto, in die Becher-Dinger da rein. Und schon sieht es bunter aus im Auto. Das ist total cool. Finde ich richtig, richtig, richtig cool. Bei den Fußballen haben wir, glaube ich, vier Steine. Ne? Da haben wir auch AB. Genau, grau und schwarz. Zwei Grautöne. Hm. Und das sind drei, nee, sind vier Farben. Genau. Also, ihr seht, wieder eine tolle Idee. Finde ich total toll. Ich habe davon wieder erstmal nicht viel bestellt, weil ich immer erst gucken möchte, gefällt euch denn. Und werde natürlich auch immer alles nachbestellen, soweit ich es kann. Und ja, beides verfügbar ist für mich beim Großhändler. Und ja, dann habe ich auch wieder was Tolles, was für mich wieder die absolute tolle Idee ist. Habe ich in zwei verschiedenen Varianten. Ich habe das einmal schwarz genannt und einmal violett, weil wir hier eine schwarze Quaste haben und hier haben wir eine violette Quaste. Das sind kleine Mandalas zum Hinhängen. Ja, warum sind jetzt hier zwei Löcher? Also einmal habt ihr die Quaste, die hier unten dran kommt, und dann habt ihr das Bändchen, was ihr hier oben dran macht, damit ihr das Ganze dann so aufhängen könnt. Ne? So. Und das Tolle ist, tada, beidseitig. Also, ihr könnt das in, dabei, das sind keine Straßsteine, das sind normale Steine. Ja, auch jeweils sechs Farben. Das könnt ihr entweder ans Fenster hängen. Oder ihr hängt das ein Stück weg vom Fenster, wo ihr oftmals wo da öfters der Wind kommt, da könnt ihr das hinhängen und dann wedelt das so schön. Ich finde das herrlich. Das ist so ähnlich wie die Sonnenfänger, ne? Die kann man auch überall hinhängen. Da habe ich noch die Schmetterlinge da. Die sind auch total toll. Und diese Sonnenfänger, die habe ich ja selber auch im Garten am Fenster hängen. Das ist so schön. Und ihr hängt das auch in eure Taschen. Das geht auch. Oder in euren Kleiderschrank. Wenn ihr einen Kleiderschrank aufmacht, dann guckt das euch den schön an. Oder einfach irgendwo an die Wand. Das geht natürlich auch. Wäre aber schade drum, weil das ja jetzt doppelseitig zu painten ist. Ne? Aber das wäre jetzt auch eine Variante. Ja, die zwei habe ich. Wenn ihr euch jetzt wundert, dass ich, wenn ich jetzt die Pelikan-Tasche reinstelle, das immer noch bei neu drin ist, was ja jetzt offen dort drin ist, dann liegt das einfach daran, dass ich das mache, weil ja die Pelikan-Tasche neu ist. Ne? Dann lasse ich das ganze Produkt dann da drin. So, was haben wir denn noch Schönes? Ah, wir haben neue Untersätze. Und zwar Delfine. Tada! 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 Sind die nicht süß? Sind die nicht süß? Sind die nicht süß? Wollen die so süß? Ah, ihr seht es gar nicht. Warte. Ja, wir haben vier Delfine. Die Pinguine kommen nach. Und ich habe noch mehr. Ich habe noch mehr geordert. Total schön.
Wir haben hier ganz viel Weiß. Und dann nicht, dass er denkt, das ist hier rot, aber das deckt gut ab. Und natürlich Strass und Schwarz. Richtig schöne, süße Delfine. Da kommen hier die Äuglein. Und hier sind die Flossen dann, ne? Und hier ist noch eine Welle. Schöni. Und dadurch, dass das kein fotorealistischer Druck ist, fotorealistischer Druck, wie auch immer, ich ja, bin gerade irgendwie nicht, ja, ihr seht, ne? Das sind zwar dieselbe Blau, aber dadurch, dass der Hintergrund anders ist, kommt das anders rüber. Das hatte ich ja bei meinem einen Bild auch und dachte, boah, wie soll das aussehen? Aber das sieht echt toll aus. Hätte ich mal nicht gedacht. Ich lasse es mal hier so liegen. Was wie sich dann? So, die habe ich neu. Und dann habe ich noch neue Stifte. Die sind total süß. Aber eigentlich, ja, weiß ich nicht. Ich dachte eigentlich, ich habe mir hier zwei Stifte reingemacht, aber ich sehe nur einen. Ist egal. Ich habe neue Stifte. Und wie ihr wisst, bei meinen dünnen Stiften bekommt ihr jeweils eine Squishy dazu. Ich habe eine. Und diese Stifte heißen Freche Früchtchen. Ich habe ja auch schon Freche Früchtchen als Coverminder. Und da kommt einmal die Ananas. Dann kommt einmal der Apfel. Und dann kommt einmal die Avocado. Oder die darf ja nicht fehlen, ne? Ist halt logisch. Und da die Erdbeere. Hallo! Ja, ich spinne wieder rum. Also, ihr habt dann die Möglichkeit, den Squishy hier drauf, nachher. Ich mache euch den drauf, keine Bange. Nicht, dass ihr denkt, ihr dürft den, ihr müsst ihn da drauf quetschen. Also ich mache den immer drauf. Weil wer den nicht macht, der kann den wieder runterschieben. Den kann man gut bewegen, ne? Wenn ich ihn einmal drauf geschoben habe, könnt ihr den auch hoch und wieder runterschieben. Das ist gar kein Problem. Ich mache den immer dran, weil der gehört einfach dazu, ne? Also so ein Squishy kommt in irgendeiner Farbe zum Stift dazu. Den suche ich mir dann raus und dann kommt der dazu. So, dann habe ich jetzt noch ein Produkt, ein neues. Da kann ich euch sagen, da habe ich nur drei. Und das ist erstmal ausverkauft gewesen dann. Ich gucke jetzt, der Großhändler, der hat schon gesagt, der guckt nochmal. Und wenn ich jetzt nochmal, dann bestelle ich auf jeden Fall nochmal neu. Weil ich glaube, euch gefällt das bestimmt gut. Oder ich hoffe das auch. Und zwar etwas zum Hinhängen. Wieder Strasssteine. Klingt das so? Oh nee. Dann machen wir es so. Eine Kette. Ja, zum Hinhängen. Und das ist sowas. Das ist nicht wie diese Windspiele, sondern das ist ein Anhänger. Ein Drache. Ja. Ein Drache zum Hinhängen. Das ist Acryl, ne? Genau, das ist der Drache. Da gucke ich noch, dass ich den nochmal bekomme in den Shop dann rein, wenn er ausverkauft ist. Ich habe eigentlich große Hoffnung, weil das ist echt toll. Und wir haben auch hier Strasssteine. Wir haben hier Pink und Rot. Und dann haben wir noch natürlich die anderen bunten. Das ist ja auch ein Regenbogenstrass. Na, und hier meine Lieblingssteine. Guckt doch mal, die leuchten so toll. Oh. Und wieder die goldenen. Und hier sind wieder diese Ellipsen, aber nicht die ganz kleinen. Ne? Weil hier verzweifelt, wenn man die ganz kleinen sind, da kann man echt verzweifeln. Für die Strasssteine habe ich auch die Wachsstifte im Angebot. Dann guckt gerne bei Diamond Painting Stifte Wachsstifte. Ich habe da genügend Wachsstifte da, falls ihr euch entscheidet. Ja, die normalen Stifte, die sind nichts für mich, wenn ich mit den Strasssteinen painte. Dann immer zu. Das könnt ihr nutzen und könnt ihr die Steine dann dazu, die Stifte dazu bestellen. Ne? Drachencoverminder habe ich ebenfalls genügend bei Fantasy drin, also auch kein Thema. Also, ne, der wird dann an die Kette gehangen. Hier ist ein Loch und hier ist ein Loch, dann hängt ihr den hin. Der ist natürlich nur einseitig bei Paintball. Und deswegen, ja, das ist eigentlich ist es ein Fensterbild. Müsst ihr dann gucken, wie rum mir das hinhängt, ja, oder ihr hängt es an die Tür. Sowas finde ich auch mal schön für die Türen. Und da wird es auch immer mal wieder was geben, denke ich, in meinem Shop, weil ich das ganze,
den ganzen Krimskrams, den es da so gibt, viel schöner finde, wie die Bilder, ne? Immer nur Bilder, ist auch doof. Ihr bekommt bei mir immer, wenn ihr das wollt, so ein Drücke dazu und ihr könnt das immer abwählen, ja? Das habe ich ja vorhin schon mal erwähnt. So, das wären jetzt erst einmal die neuen Produkte. Ich bin jetzt noch am Hadern mit mir, aber ich denke, dass ich meine Herbstcover meine demnächst auf jeden Fall bald reinstelle. Dann habe ich noch neue Untersetzer und ich habe noch was zum Hinhängen und ich habe was zum Hinstellen. Und dann habe ich noch was ganz Neues, was für mich auch neu ist. Und ja, also der Korb ist schon wieder voll hier. Muss ich noch vorbereiten, aber erstmal jetzt hier. Mein Schildchen. So. Und ihr wisst ja, ich hatte euch ja versprochen, dass es immer eine Aktion gibt. Jetzt war die Aktion mit den 6 Federlesezeichen. Das seht ihr immer unten auf der allerersten Seite bei mir im Shop. Da habe ich noch einmal da. Ich werde, wenn das Video hochgeladen ist, aber dann schon das Neue, den Neuen drin haben. Also die neuen Aktion, die neuen, den neuen, das neue Produkt mit dem Aktionspreis. Die Federn wird es weiterhin geben, aber halt zu dem normalen Preis und nicht zum Aktionspreis, ne? So, ich habe für euch, und ich finde die total toll, Untersetzer. Das sind 2, 4, 6, 8 Untersetzer. Ihr bekommt da dieses Gerät dazu und das sind Sukkulenten. Das ist so eine kakteenartige Pflanze, sage ich jetzt einfach mal, ne? Und ich finde Sukkulenten total toll. Und die sind in verschiedenen Varianten und verschiedenen Formen und verschiedenen Farben kommen die dann zu euch, ja? Und ich finde die total toll. Und die wird es jetzt zum Aktionspreis bei mir erst einmal geben. Ja, na, das sind 8 Stück. Und wir gucken uns auch mal die Farben dazu an. Also viele Steine, muss ich sagen. Das hätte ich gar nicht so erwartet. Aber ja, es wird ja der komplette Untersetzer gepaintet wieder. Und da haben wir natürlich viele Grüntöne. Ein schönes Türkis, ein dunkleres Türkis. Also es sind wieder wunderschön. Und dann hätte Violett und das ist der Rosaton. Also auch wieder schöne Farben. Mit einem Ticken Blau. Ne? Also schaut rein, guckt vorbei, schnappt euch die, zum Aktionspreis. Und ja. Genau. Na? Da kommen die dann rein. Wisst ihr, was ich mich die ganze Zeit frage, ist auch, bei den Vierern sind die nicht dabei. Die Dinger hier. Überlege ich mir schon, noch welche zu ordern, dass ich euch die einzeln anbieten könnte. Was haltet ihr davon? Schreibt mir das gerne mal in die Kommentare oder schreibt mir eine Mail, ist egal. Das ist nämlich so meine Idee, ne? Weil ich kenne einige, die da wirklich schon viele haben. Und ja, dann kann man die dann auch immer in dieser Dinger da, in diesen Dingern aufbewahren. Wobei. Ja, vielleicht lasse ich mir noch was anderes einfallen. Vielleicht lasse ich mir noch was anderes einfallen. Mir kommt gerade so ein Gedanke. Manchmal kommt der einfach so. Wie sagt die liebe Claudi immer, beim Autofahren kommen mir die besten Gedanken. Ja, bei mir ist das, glaube ich, nicht so. Da konzentriere ich mich so aufs Autofahren, weil ich ja, gut, nicht mehr so schlimm. Naja, wisst ihr, ich hatte mal da übelste Angst, aber es geht ja. Aber mir kam jetzt gerade echt ein Blitzgedanke. Mal sehen, ob ich das verwirklichen kann. Ob mir da. Ob ich da was finde, was sich zu vereignet. Das wäre natürlich cool. So, ihr Lieben. Was ist der Drache hier, dass ich das nicht vertausche? Also, das ist natürlich auch was fürs Regenbogen. Fürs Regenbogen-Event. Ne? Das und. Ach ja, und dann habe ich noch ein Bild. Ein Bild. Das habe ich jetzt vergessen mit herzunehmen. Das nennt sich Regenbogen-Raupe. Und das ist so bunt, die Steine habe ich hier. Ich kann jetzt zeigen. Ich habe das Garn auch nicht so viel bestellt, aber das ist so schön bunt. Und da dachte ich mir, oh je, oh je, oh je. Und guck mal die Sondersteine an hier.
Das ist wirklich, das ist ein 30x30 Bild. Das ist so schön. Einfach nur herrlich. Das kommt auf jeden Fall auch schon mit rein. Aber wie gesagt, ich werde das alles auf der Facebook-Seite zeigen, ne? Die neuen Produkte. Dann mache ich einen Post mit den neuen Produkten. Dann werde ich. Nee, ich mache keinen extra Post für die Events. Das ist Quatsch. Ihr könnt ja auf meiner Seite gucken bei Events. Da habt ihr ja die Events drin. Ja, es kommt jetzt Songpainting und Zeichentrick. Ja, wie gewiss, Zeichentrick, das ist immer. Naja. Lizenziert, da werde ich nichts anbieten können. Könnt ihr höchstens gucken, ob ihr Stifte oder passende Coverminder findet. Ne? Das ist ja immer mal so, was passt. Beim Songpainting, ja, da weiß ich ja gar nicht, was ihr da so painten wollt. Ne? Das ist ja immer abhängig davon, was ihr euch für einen Song raussucht oder was ihr euch da gerne, was ihr da gerne painten wollt. Ne? Aber zu den Events guckt gerne in die Facebook-Gruppe von der lieben Heidi. Und da könnt ihr gerne gucken. Da steht dann alles drin, was wie zum Painten ist. Und es sind auch schon wieder neue Events drin. Das kann ich auch schon sagen. Da habe ich mich aber noch nicht mit beschäftigt. Ich habe nur gesehen, dass es neue Anzeigen gibt. Aber ich komme schon gar nicht mehr in Diamond gucken. ja, genau. Also, ich danke euch fürs Zuschauen. Ich danke euch, dass ihr schon fleißig bestellt habt. Ich freue mich, wenn ich weitere Bestellungen bekomme. Und natürlich wünsche ich euch alles Gute, bleibt gesund und ich würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal wieder dabei seid, wenn es heißt, bei Mellys Painting Ecke kommt ein neues Video. Macht's gut, tschüss!